Also diese Aufregung ist ein Stück sozusagen von der öffentlichen Bühne weg und es findet jetzt ein ganz normales Gerichtsverfahren statt. Da gehört es hin, Raum und Ruhe für das Verfahren. Stört Sie es, dass da von Rohrkrepierer die Rede war oder dass man doch auch so sich ein bisschen lustig gemacht hat darüber, dass Springer erstmal diesen Rückzug angetreten ist? Nein, also mich stört das deswegen nicht so sehr, weil es schon auch einen Unterschied gibt in der Bewertung derjenigen, die sich wirklich mit dieser hochkomplexen Materie auskennen und denjenigen, die das nur an der Oberfläche mal angekratzt haben. Diejenigen, die sich in der Materie auskennen, wissen genau, was passiert, nämlich ein sehr, sehr wichtiges Grundsatzverfahren, das jetzt im Augenblick läuft. Aber zugegeben, es ist schwierig, diesem Grundsatzverfahren zu folgen, weil die Materie so komplex ist. Urheberrecht ist immer sehr, sehr komplex und deswegen gehört es zu urheberrechtlichen Verfahren nicht immer dazu, dass diejenigen, die weniger davon verstehen, sich mit teilweise polemischen Äußerungen zu Wort melden. Die haben aber inhaltlich wenig Bedeutung. Abschließende Frage, welche Zeitdimensionen haben Sie im Blick? Das klingt ja nach einem längeren Verfahren, kann sich sicher über Jahre hinziehen. Was haben Sie da so für eine Vorstellung? Ja, Sie haben das richtig geschildert. Das ist überhaupt nichts Überraschendes, sondern es gibt das Urheberrechtsgesetz in der heutigen Form seit Mitte der 60er Jahre. Verwertungsgesellschaften sind in Deutschland, da ist Deutschland übrigens Pionier gewesen, über 100 Jahre alt. Und in der gesamten Geschichte der Verwertungsgesellschaften, aber auch des modernen Urheberrechtsgesetzes, hat es nie irgendein neues Recht gegeben, das einfach von der jeweiligen Anspruchsgegnerseite akzeptiert worden wäre, sondern immer ist es so gewesen, dass Gerichtsverfahren gefolgt sind. Und oft ist es so gewesen, dass die nicht in der ersten oder zweiten Instanz hängen geblieben sind, sondern auch noch die Rechtsmittel ausgeschöpft haben. Aber oft ist es auch dann zu Vergleichen gekommen. Nicht jedes Verfahren ist mit einem BGH-Urteil geendet, sondern oft hat man sich auf dem Weg dorthin auch verglichen. Auch da gibt es zahlreiche Beispiele. Es ist aber überhaupt nicht zu erwarten gewesen, auch nie unsere Erwartung gewesen, dass das auf dem Gerichtswege ein leichter Gang wird. Wir kennen das Ergebnis natürlich genauso wenig, aber wir halten es für notwendig und richtig, dieses Grundsatzverfahren ja zu führen. Das kostet natürlich auch Geld. Das verlangt eine professionelle Organisation, die wir mit der VG Media haben, in der wir uns sehr wohl fühlen. Hier geht es ja nicht einfach nur um einen schnellen Euro, sondern hier geht es darum, das hat Herr Döpfner gerade auch angemerkt, rechtliche Rahmenbedingungen für das digitale Verlagswirtschaften der Zukunft zu schaffen. Es geht hier also, etwas pathetisch gesprochen, um alle Zukunft. Deswegen ist es auch aller Mühen der edlen Wert und deswegen unterziehen wir uns dieses Verfahrens. Das kann Jahre dauern, das ist völlig richtig, da wird nichts schnell funktionieren, aber gerade deswegen ist wichtig, dass man es führt. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön. Danke.